Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist Dienstag 17:59 Uhr am 26.03. Es ist ein Dienstag, morgen ist Mittwoch und dann geht's in die Osterfeiertage. Das heißt, von Donnerstag bis voraussichtlich Sonntag, eventuell sogar Montag, wird's kein RP geben. Bisschen traurig, aber Familie geht vor. Ja. Jetzt haben wir gleich noch ein, zwei Minütchen und dann gehen wir auf den Server. Ja, mal schauen, was heute geht. Ich habe ja die Ankäufer des Autohauses nochmal ein neues Angebot untergebreitet, nämlich 5 Millionen statt 15 Millionen. Das sollen die aber im RP rausfinden. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich habe für 18:20 Uhr die mal zu einem Termin gebeten. Ich hoffe mal, die kommen heute ohne Maske. War gestern. Haben die mich entführt? Ich habe sie zwar erkannt, was eigentlich Fehler-P war, weil ich hätte sie ja gar nicht erkennen können, weil die eine Maske aufhaben. Deswegen muss ich heute gucken, wie ich das dann spiele. Aber schauen wir einfach mal. Genau, ihr seht nur Spieler, weil der Server gerade neu startet. Sehr schön. Aber heute Morgen gibt es noch mal ein bisschen RP. Ich probiere es einfach mal. Sehr schön. Ich habe den Task Manager noch mal offen. Ich habe so ein bisschen was an meinem Rechner umgebastelt. Aber eigentlich müsste das jetzt sauber laufen. Ich bin immer zwischen 80 und 90%, was Arbeitsspeicher angeht. Was ich finde, was doch okay ist. Letztens, als es so geruckelt hat, hatte ich immer 99%, weil da irgendein Haus war, was so an Leistung gezogen hat. Aber okay. Ja, so sieht das mal aus. Jetzt warten wir aber, dass wir auf den Server können. So. Ich habe meine Fingerchen schon dran. Channel switched. So, Sound an. Okay. Gut. Alles gut? Kann man Ihnen helfen? Brauchen Sie einen Arzt?
Ja, ich weiß nicht, wie geht's dem Kollegen? Ich habe mein Auto ausgepackt, auf einmal hatte der Zuckung. Ja, den hatte ich gerade schon verbunden, jetzt ist er aber wieder verletzt. Naja, Das. ich warte eigentlich, dass ein Medic da ist, dass ich über Notruf anrufen kann, aber. Ja, sind welche da an sich? So. Ich ruf mal eben an. Jo. Moin! Hier ist der Sauerstein. Wir hätten eine verletzte Person an der 750 am am Würfelplatz. 750. Genau, am Würfelplatz, auf dem Parkplatz, da wo man die Autos auspackt. Okay, was hat die Person? Atmet sie? Ja, die bewegt sich, atmen tut sie, aber liegt auf dem Boden. Mir sagt ein anderer Passant, er hätte schon verbunden, aber liegt trotzdem auf dem Boden. Der liegt jetzt circa seit 10 Minuten, Er also vor liegt der jetzt seit 10 Grundlage. Minuten, sagte der andere Passant. Na? Ja, haben Sie einen Straßennamen? Straßennamen? 750, Würfelplatz gegenüber, der große Parkplatz, wo der Parkwächter steht. Ist die Ja, ich weiß schon, Larisallee. welche. Die Aber. Larisallee. Die Lavis-Allee. Ich guck mal eben. Lavis-Allee. Ich guck mal eben. Oh, sorry. Alles gut. Lavis-Allee, nicht die Lavis. Lavis-Allee, hab ich doch. Genau, wunderbar. Super. Dann bedanke ich mich erstmal und dann bis gleich. Jo, alles Ciao. klar, weiß ich Bescheid. Tschö. Mein Muskel. Ich pack mal eben das Auto weg, falls meiner hier ein Auto auspacken will. Jo. Wie lange drücken Sie denn so schon? Ja, 6 Minuten circa. Okay. Jetzt schaue ich mal gerade. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Und wenn Sie jetzt eben den Schub der HLW übernehmen, dass ich gucken kann, ob er reaktionsfähig ist, Genau, dann das wäre viel. nämlich gut. Welcher Muskel ist denn das nochmal? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei mir ist es I-Muskel. Gut. Er hat einen 13er Puls, also 13 Schläge pro Minute. Das heißt, es ist nicht schlecht. Super. Ich würde jetzt gerne übernehmen, aber ich kann nicht übernehmen. Weil sie nicht wissen, wie sie es machen, ne? Eigentlich weiß ich, wie ich es mache, aber im Prinzip weiß ich dann doch nicht, wie ich es mache. Ja. Sind sie denn in diesem Nein, Gesundheitsmenü, das ist sag es ich jetzt? ja. Da will ich ja Ah. rein. Der Rest ist klar. Ja, I-Muskel, Plus-Muskel oder ja, weiß ich halt nicht, ne? Z-Muskel vielleicht noch? Ah, okay, RTW kommt, RTW kommt, RTW kommt. Sehr schön. Macht ihr einmal den Weg frei? Ja, Kollege, du stehst mit deinem Ding echt im Weg.
Seid ihr jetzt schaulustig hier? Ich komme gleich zum Auto aus, dann können wir besprechen, okay? Was ist denn hier passiert? Ich bin wach geworden, hinten an meinem Auto. Ich schlafe hinten, ich habe da so eine Liege drin. Wach geworden, dann lag Ja. der hier. Und dann kam der Passant und der hat gesagt, der liegt schon seit 10 Minuten. Das erste war erstmal gucken, wie es ihm geht und dann direkt 112 anrufen. Weil. Das ist sehr gut. Ah. Ich Ah, wollte cool auch ein Sache. EKG anlegen, aber mein EKG-Gerät funktioniert aktuell nicht. Ja, alles gut, das habe ich jetzt ja gemacht, daher hat aber noch Puls. Das ist gut. So, sollte er gleich wieder aufstehen. Er kommt. Ja, Ah. guten Tag. Ähm, Einmal kann ich äh, hinsetzen. zum Autohaus fahren, weil ich habe jetzt einen Verkauf. Ja, alles gut, kannst fahren. Okay, ich hatte übrigens Dann danke Sauerstein, das wisst dahin. ihr. Ja, das Also sowieso. bitte hinsetzen. Hallo? Ja? Herr Sebastian? Können Sie sich mal bitte hinsetzen? Ich habe jetzt ein Update auf GTA 5 gemacht, auf das Online-Spiel, und bin jetzt bei 87%. Sieht doch alles wieder schick aus. So, ist das Ding auch wieder sauber. Hallo ihr drei, kommt ihr mit rum ins Büro? Dann können wir es klären, dann ist es eine schnelle Sache. Okay? Ja, machen wir. Ihr habt das Angebot gesehen? 5 Millionen? Jep. Das ist das, wo Ja. ich aktuell stehe. Ich habe mir gedacht, komm, ihr wollt ja eh mehr auf Tuning gehen, da kann ich keine 15 nehmen, oder? Weil ich habe mir gedacht, 5 Millionen, wert hier auf der Insel schon 5 Millionen. Oder? Ja, viel Geld. Das würde ich gerade sagen. Ich glaube kaum einer. Deswegen habe ich gesagt, komm, 15 Millionen, das ist ein Witz. 10 Millionen, okay. Also wir machen eigentlich eine schnelle Sache. 5 Millionen? Das Ding ist, wir haben halt keine 5 Millionen jetzt so parat. Okay. Wir müssten das, wenn dann so machen, dass wir das irgendwie staffeln oder dass wir sonst allgemein weniger machen. Das ist, wir versuchen da überall entgegenzukommen. Wir sind Was natürlich hättet bereit, ihr denn auf das. vorgeschlagen? Also, wir hätten jetzt sonst auf der Kante 1,5. Das könnten wir sonst direkt geben. Ich bin gerade echt am Überlegen. 1,5 ist auch schon viel. Ja, wir könnten. Wir Noch nie, das ist eine Menge Geld, da kann man sich so gut wie okay. jeden Wagen kaufen. Also, gut. 1,5. Ich darf die Firmenkasse leer machen und euch gehört Genau. das Ding. Alles Genau. klar, machen wir. Richtig. Gut, dann würde ich einmal kurz meine Sachen alle rausholen. Ja. Dann hätte ich kurz eine Frage an euch. Ich habe nämlich hier noch Schnaps und so, ob ihr den behalten wollt oder nicht. Dann müsst ihr einmal Hätte ich gleich nichts drüber gegen. gucken. Ja. Weil sonst nehme ich den mit. Weil, ich sag mal so, der ist Geld wert. Achso, ich bin durch die falsche Tür gegangen. Ach, egal. Weil die Gut. BF fragt schon, wann ich denn endlich komme. Ich weiß nicht, was die mit mir wollen, aber okay. Sagen. Gut, hier ist nämlich, sehen Sie den gelben Punkt? Nein. Nee, wir sind ja nicht eingestellt, leider. Also, ach so, stimmt, da war ja was.
Was ist denn passiert gestern? Ich kann mich ja nicht Keine erinnern. Ahnung, ich weiß auch nichts. Ich war angeln auf der Insel. Oder eher gesagt, wir waren zu dritt angeln. Oh. Aber wir haben nur noch irgendwie gesehen, dass wir da bei irgendwelchen Leuten, bei irgendwelchen fremden Leuten ins Auto eingestiegen sind. Ja, ich hatte gestern auch einen komischen Traum. So drei maskierte Leute. Ah, ganz komisch. So schwarz angezogen irgendwie? Ja, ganz komisch. Ja, die haben mich auch schon mal ausgeraubt. Wie viel Startkapital brauchten ihr fürs Autohaus? Weil ich habe jetzt 618 drauf. Ja, wenn so, weiß nicht, so 50.000 oder sowas. Hab ich nämlich. Komm, ich nehme 500.000 raus, dann habt ihr 118.000, okay? Ja, das hört sich gut an. Das passt. So, gut, einmal. Dann, ja, ich überschreibe euch gleich. Ich will aber erst das Geld haben, weil. Ja, ich hätte sonst gesagt, wir zahlen die Hälfte, dann überschreibt es und dann zahlen wir die zweite Hälfte. Dass wir beide auf der sicheren Seite sind. So, einmal kurz gucken. So, jetzt muss ich einmal kurz draußen an die Kasse. Weil ich habe nämlich Angst, dass ich überfallen werde. Und dann ist das Geld weg. Ah. Versteht ihr? Ja, das macht Sinn. Ja, klar, verständlich. Weil ich habe jetzt 500.000 auf Kasse, auf Privat. Sollen wir eben mitkommen zur Sicherheit? Nee, alles gut. Hier ist doch eine Kasse. So. Wir können das ja hier. Wie hätten Sie es denn gerne? Sollen wir das denn dann überweisen oder sollen wir das bar? Achso, ich zahle erstmal die 500.000 ein. So, schwupp, dann sind die schon mal drauf. Wie könnt ihr es denn machen? Bar einfach, wir haben Weil bar, dann habt ihr keine, dann habt ihr keine Zinsen. Weil wenn ich euch jetzt eine Rechnung stelle, dann habt ihr Zinsen. Ja, nee. Machen wir das ins Bar. Genau, dann würde ich nämlich fast sagen, gut. Ich hab nichts mehr. Dann schauen wir mal, Karl-Heinz. Ich stelle euch alle wieder ein, als wäre nichts gewesen. Ja. Dann habt ihr nichts mitbekommen, okay? So, ich bin verwirrt. So, Karl-Heinz, ihr seid jetzt erstmal nur Taxifahrer. Walter Frosch. Und, wer ist denn der Dritte? Hallo. Hallo. Genau. Jetzt die Frage. Wer will welche Position haben? Ja, im Grunde genommen können wir das ja danach auch noch selbst machen. Einfach irgendeiner von uns erstmal Geschäftsführer oder wer so. Wer macht das? Ja, sonst geben Sie mir einfach Geschäftsführer eben, dann regle ich das. Carlo? Nee, Karl-Heinz. Gut. Geschäftsführer? Die dürften jetzt Geschäftsführer sein? Genau, perfekt. Gut, dann, Frage, soll ich noch drin, mit drin bleiben, falls was ist? Nee, oder, das kriegen wir hin. Oder soll ich mich auf Mechaniker setzen, falls das ist? Also geht gar nicht, weil ich ja zum F will. Wollte ich gerade sagen, das wird euch schwierig. Gut, ich habe mich selbst gekündigt. So, dann das Geldliche. Genau. Ich habe mal 500.000 abgehoben. Das machen die anderen Kollegen, denke ich auch mal. Ich würde schon mal die 500.000 geben. Guck mal, so einfach kann man das regeln. Ich habe heute einen guten Tag. Robert von Sauerstein, 500.000. Moment. Alles natürlich sauberes Geld. Genau. Dann hätte ich gerne gleich eine 4 mal den Evo. So, Robert, 500.000. Alles gut. Überweise ihn mal eben bitte 200.000 mehr oder gib mir mal 2.000 mehr. Ich habe keine 200.000. Ja, ich dachte, das ist doch 700.000. Ich habe jetzt nur noch 197.000. Ach so, ja, oder. Carlo, kannst du sonst eben auslegen? Ja, warte mal. Boah, ich würde ihn sonst. Erstmal hier, meine Gut, zweite, genau. Was brauchst du? Das heißt, fehlen jetzt noch 500.000, ne? Genau. Boah, ich habe jetzt noch 350. Hat jetzt noch jemand 150.000 für ihn? Jetzt muss ich erstmal. Eine Million ist mit 7 Nullen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1 mit 6 Nullen. Genau. Ach so, mit 6 Nullen. Genau. Nee, das war zu wenig, okay. Aber 900.000 lassen sich besser rechnen. Und? Genehmigen. Soll ich dir geben? Ja, gib mal eben. Genau, dann fehlen nur noch einmal. Vertrag mache ich fertig? Ja. Oder wollt ihr keinen haben? Weil im Prinzip, müsst ihr entscheiden. Ich kann was fertig Vertrag machen. Vertrag brauchen wir schon eigentlich. Oh ja, wollte ich gerade sagen.
Dann würde ich das... Rest eben. Genau. Die 500.000, die letzten. Genau, dann würde ich einmal nochmal... Genau, dann gucke ich da, dass ich eine Behörde finde, die mir das schreibt. Ja. Gut. Dann zahle ich die 500... Na komm, ich mache nur 450. Ne, ich mache direkt 500. Sicher, sicher. Gut, dann habe ich... Hier, ja. Gut, dann haben wir das erledigt. Gucken Sie mal, ob Sie alles machen können. Hinten in dem Raum und so. Weil ja, das ist der wichtigste Raum. So. Weil da steht noch Geschäftsführer Sauerstein. Hier hinten. Ah, da wir ändern eh den Namen und alles. Naja. Postaktion. Genau. Dann könnt ihr es ändern. Würdet ihr euch, wollt ihr euch bei der, bei dem, hier, bei den Göttlichen melden? Ja, ja, wir machen das gleich. Okay, dann bin ich raus? Ja. Wunderbar. Weil ich denke mal, das Autohaus, es hat Spaß gemacht, aber im Prinzip, ich habe die Hoffnung, dass durch euch das Ding hier wieder läuft. Das ja, ist unser, sind ja schon erfahren hier im Leiten. Übrigens, ich habe gestern Abend noch ein Auto verkauft, ein Ferrari Spider. Oh, und Tuning für 20.000. Voll-Tuning. Ich habe den voll abgezogen. Wie sieht es aus mit dem K-Netzzugang beim Tablet? Den musst du dir über die Göttlichen holen. Okay. Ich glaube, ich also ich habe das seit Jahren nicht mehr benutzt. Wir haben das früher gemacht. Wir haben TÜV gemacht, Zulassung und sowas. Ja, aber das ist genau. Ja, TÜV ist ja jetzt eh scheißegal. Das macht ja jetzt eh ADAC und Ordnungsamt. Na, wir machen ja GTÜ, das darf das ja auch, ja, so wie Dekra. Ja, wir gucken aber mal mit dem Start, was er da sagt. Genau. Ja, wäre schön, wenn ihr die GTÜ macht, dann hätten wir wieder, dann könnte ich zu euch fahren. Zu, ja, zum TÜV und so. Ich habe vor, Hälfte des Preises zu machen von ADAC, damit alle herkommen. Ja. Ich denke mal, guck mal, ich bin eigentlich zufrieden, wie es jetzt ist. Mal guck mal, jetzt brauche ich, ja, ich bin zwar arbeitslos, aber guck mal, ich habe jetzt 2 Millionen. Ich glaube, damit komme ich erstmal ein paar Wochen aus. Ja, erstens das. Und ich glaube, der Preis ist auch gut. Ja, der ist okay. Ich sag mal so, 15 Millionen wäre auch schmackhaft ist gemacht, halt... aber das war utopisch. Ja, ein bisschen. Da hätten sie, glaub ich, lange warten können. Das wäre das Problem gewesen. Der erste Preis war utopisch, 130 Millionen. Ja, ich wollte halt reich werden. Ich glaube, dann wäre ich Multimillionär gewesen. Das stimmt. Das ist ja jetzt schon. Eine Frage eben. Ja. Wie funktioniert das mit der Leitstelle, das System? Ach so, da muss ich noch raus. Gehen Sie auf dem Tablet? Ja, Moment. Ja. Da gehen Sie in die Leitstelle. Besetzen. Genau, dann machen Sie Querdenken Dispatch. Was mache ich? Querdenken. Dispatch. Achso, ich kann keine Leitstelle mehr machen. Ja. Und dann bist du drin. Genau, ich sehe es. Genau, ich verlasse die Leitstelle jetzt, weil ich kann es ja eh nicht mehr machen. Ja. Und dann hast du da die ganzen Kanäle. Im Prinzip erklärt sich das alles selber. Wie schleppt man Fahrzeuge ab? Gar nicht. Aber... Ihr habt keinen Abschlepper. Da hinten ist doch dieses eine... Hier, dieses grüne Ding da. Ne, wie sie es letztes Mal gemacht haben bei der BF. Wo mit sie den BF-Fahrzeugen. Genau, ihr müsst einfach querdenken und im Kopf so ein bisschen impounden. Ah. Okay. Ihr habt jetzt aktuell... jetzt die Frage. Genau das. Okay. Jetzt die Frage, ihr habt aktuell den Vertrag noch mit der BF bis Ende des Monats, dass ihr alle BF-Fahrzeuge reparieren dürft. Jetzt die Frage, soll ich dem BF sagen, dass es ausläuft oder wollt ihr es selber regeln? Erstmal sagen, ausläuft und wir machen dann, wenn, einen neuen Vertrag. Okay. Weil, Sie können ja sonst Bescheid geben, dass der so gesagt jetzt ausläuft und wenn die wieder einen Vertrag mit uns haben möchten, dass sie sich sonst nochmal bei uns melden sollen, sonst können wir da gerne nochmal was mit dem neu ausmachen. Boah, ich bin irgendwie voll erleichtert, kein Stress mehr. Gewerbescheine habe ich
Zwar, aber der Zoll sagt, ich zeige euch mal, wie der Gewerbeschein aussehen soll. Genau, das ist der Gewerbeschein. Genau, den müsst ihr einmal so beantragen. Weil der ist aktuell auf meinen Namen, den müsstet ihr neu beantragen, kostet 10.000. Ah, Ja, okay, das ist machen ja. wir. Ist kein Problem. Okay. Das machen wir ja. Können Sie uns eine Kopie davon geben? Dass wir den. Ich guck mal. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den benutzen dürft. Nein, nein, ich will den nicht benutzen, sondern dass wir die Kopie haben, um uns das Als als Referenz, Vorbild zu meine nehmen. ich. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich da eine Kopie mache. Glaube, das kann man nicht. Nee, das Ganz ist es ja. normal. Ja, das kann man nicht, leider. Ähm, Kann ich man lösche den nicht. Gewerbeschein, weil der ist jetzt hinfällig. Oder soll ich den noch behalten? Weil im Prinzip bin ich ja jetzt raus. Sonst einfach vorsichtshalber nochmal behalten, sonst Okay, melden wir falls. uns, wenn er dann gelöscht werden kann dann. Kommt mal einmal kurz mit. Wie ist Ja. das mit den Taxis? Ihr wisst ja, welche noch angemeldet sind? Taxi Nur noch fahren wollen wir halb. tatsächlich eigentlich gar nicht machen. Genau, dann müsstet ihr die alle abmelden, weil die kosten Geld. Ah, okay. Weil die oberen drei, die Berliner Taxis, die hat, glaube ich, Dings angemeldet, Carlo. Ja. Und den Maybach und den Audi und die Stretch. Müsst ihr halt gucken, we welche ihr haben wollt. Okay. Weil ich würde den Maybach eigentlich gerne mit. Jetzt ist die Frage. Also ich würde den Maybach ja gerne mitnehmen, aber der gehört ja zum Unternehmen hier. Ja. Also Der gehört die jetzt schon oberen drei, die dazu. Berliner, genau, die sind angemeldet und die unteren drei. Ja. Okay, gut. Was kostet denn der Maybach? Keine Ahnung. Ich sag mal so, ich brauche den eh nicht, ich habe jetzt genug Geld. Wenn ich einen haben will, kaufe ich einen. Okay. Genau. Okay. Ich habe 7 Autos. Guck mal, was hier steht. Das ist ja auch meine, also. Ja, gut. Kurz zur Info hier. Hier sind ein paar Fahrzeuge drin. Die dürfen nicht rausgegeben werden. Wenn ihr da durchgeht, müsst ihr einmal gucken. Weil einige sind beschlagnahmt von der Polizei. Da müsst Ja. ihr kooperieren, aber das kennt ihr, oder? Ja, Ja, das kenne müsst ich. ihr einfach Kinder. gucken. Gut. Gut, dann war's das eigentlich von mir. Dann wünsche ich Ja. euch viel Spaß mit dem Auto aus. Na dann, Vielen viel Spaß bei der Dank. BF. Ja. Natürlich eben so, genau. Und pass auf dich auf, ne? Nicht, dass die Männer da wieder kommen. Ja, ach So, die so, ja. brutalen Typen. Na, ich hatte gestern echt einen ganz komischen Traum. Also, es war ja wirklich. Ich war so traumatisiert, ich konnte nicht reden. Also, ganz schlimm. War nicht gut. War nicht Na, gut. kann jeder mal haben, ne? Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich hatte eigentlich diesen Jakko noch eingestellt, aber irgendwie ist der raus gewesen. Ja, ich habe vorhin mit dem geredet, der hat sich selber bei der Feuerwehr beworben. Ach so. Der hat sich, glaube ich, selbst entlassen. Also wir haben nichts damit gemacht. Wer ist da Mitarbeiter bei der Feuerwehr, also Kollege von Ihnen? Gut. Dann war's das eigentlich von mir. Dann fahre ich jetzt zu Bärfrüder. Ich sollte mal Wasser trinken. Prost. Gut, dann habe ich eigentlich alles geklärt. Muss ich noch irgendwas machen? Nee, wenn nicht, melden wir uns einfach. Ja. D-Funk, da bin ich aktuell noch Geschäftsführer, müsste mich Ja, einmal wir rausnehmen, machen dann aber neuen wahrscheinlich. gut. Genau. Wir machen sonst aber neuen auf. Ist kein Genau, Problem. wunderbar. Dann bedanke ich mich. Ja, wir haben zu danken. Wir haben Ich so. sag mal so, ich denke mal, mit dem Preis kommt ihr klar, oder? Na ja, klar, sonst hätten wir Ja. es ja nicht gemacht jetzt. Genau. Du, Ich hatte erst wir sind gedacht, zufrieden. ich Das habe war gedacht, fair, ja. 5 Millionen ist eigentlich okay, aber das kann ich nicht machen. Weil ich Wer habe hat ja denn auch ein 5 Millionen Herz. rumliegen? Gute Frage. Ja, ich sag's mal so. Ich meine, ich denke mal, es war auch ein faires Angebot von uns. 1,5 Millionen, das konnten wir auf einen Schlag geben, ohne dass wir da was nachzahlen müssen Ja, oder im so. Prinzip, Du hast wenn ich jetzt jetzt. zur Feuerwehr gehe, dann kriege ich ja auch 500 € halbstündlich. Und ich sag mal so, wenn ich wirklich Geld brauche, gehe ich Gold sammeln. Ja, richtig. Also. Und noch hast du erstmal ein bisschen dick was auf dem Konto. Was? Ich habe 2 Millionen, ist gar nichts. Nein, alles gut. Ja, das sind 2 Millionen mehr als was ich habe jetzt. Ist gar nichts, Ach also so, ihr ey. seid ja jetzt. Ach so. Ja. Aber ich kann euch sagen, der Arzt, der will heute 4 Autos haben. Ja, kriegen wir hin. Der Ach so, wie Briesgast? macht man das denn eigentlich mit dem Auto? Ach so, das habt ihr Na nie eben. mitbekommen. Ach so, Nee. ihr habt jetzt 118.000 drauf. Ihr müsst. Ja. Ach so, stimmt ja, ich muss euch das ja noch zeigen. Das finde ich schlecht. Ja.
Also hier draußen im Parkplatz sind, könnt ihr so gestalten, wie ihr haben wollt. Mhm. Ihr könnt die quasi austauschen. Mit G und mit H. Der Geschäftsführer kann das leider nur machen. Du gehst hier jetzt rechts rein. Genau. Da links ist ein Wolf. Ja. Da gehst du auf Einkaufen. Fahrzeuge für den Bestand kaufen. Genau. Und du musst es quasi in Vorleistung gehen, kaufst es hier an und drüben am Katalog kauft dann der Kunde das Auto. Na. Ihr könnt natürlich auch 10 Stück im Vorrat kaufen, aber das würde ich nicht raten. Nee, aber wie verdienen wir dann Geld dafür, wenn wir die verkaufen müssen? Kannst du ja teurer reinstellen. Nee, du kaufst die quasi günstiger ein und der Preis ist höher. Ach so, man kann den Preis nicht mal selber festlegen. Nein, der ist festgelegt vom Staat. Dann würde ich das lieber privat machen. Warte mal, draußen steht auch noch der Mustang, oder? Nee, der steht nicht mehr draußen. Warte, ich guck mal eben nach dem. Nehmen wir mal den Ferrari hier vorne, mal gucken. Der kostet 220. Ja, hier draußen kannst du nichts kaufen, weil er nicht da ist. Der Kollege muss den ankaufen. Ja. Okay. Also der hat 220.000 bei der Kunde und wir zahlen 198.000. Oh, genau. Okay. Dann macht die okay. 40.000. Okay, verstehe. Das kann ich verstehen. Machen deswegen, wir alles, Walter. Deswegen habe ich auf Geld verdient hier. Ja. Versteht ihr jetzt, warum ich mir scheißegal war, ob ich Rechnung bezahle oder nicht? Naja, verstehe schon. Huch, Entschuldige. Ja. Ihr seid schon so motiviert, ich schlagt euch, ich schubt euch fertig. Nee, aber im Prinzip ist es. Aber im Prinzip ist es eine einfache Kiste. Ja. Ihr könnt, wenn ihr Bestellungen bekommt, könnt ihr die schon rausstellen und dann dahinstellen. Aber ich bin raus aus der Geschichte. Ja. Gut. Das machen wir. Perfekt. Dann haben wir Auto aus Taxi. Weil. Er hat schon den Helm dabei. Aber. Ja, es läuft. Herrlich, das sieht ja geil aus. Ja, ist, kann man machen, oder? Ja, was. Oh Mann, ey. Ja, ich setze ihn jetzt aber wieder ab, weil wird warm unter den grünen Haaren. Gut, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Im Prinzip ist es ganz einfach. Und wenn ihr richtig an Autos verkauft, dann kriegt ihr richtig Asche. Ja. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt heute Werbung macht, könnt ihr die 2 Millionen schon wieder raus haben. Ja, ich glaube, so schnell geht das nicht, aber. Ich sag mal so. Wir geben unser Bestes. Ach, ich hab doch jetzt 2 Millionen. Nein, alles gut. Nein, ich wünsche euch was. Möchtest du ein Auto kaufen? Ich hab 7 Autos, ich möchte eher Autos verkaufen. Ja, ich meine, wenn du ein Auto kaufen möchtest, weißt du, was das ist. Nee, aktuell nicht. Okay. Naja, aber ich werde sicherlich hier ein paar Autos kaufen. Weil der Ferrari Spider, den sich Tietke. Oder wie der da heißt, gekauft hat, der ist schon schön. Ja. Warte mal, wie teuer ist der? Vielleicht nehme ich den direkt mit. Warte mal. Der kostet 280. Na. Mal gucken, ob ich den nachher mitnehme. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Alles klar, danke. Dankeschön. Das war nämlich auch der Grund, warum ich das Auto aus übernommen habe von Lanzel. Weil ich wollte dieses Ding einfach weiter leben lassen. Ja. Weil ich wusste im Gedanken, es kommt jemand, der das Ding hier gut findet. Und ich finde es gut, wenn die GTÜ kommt. Weil dann brauche ich nicht immer zu der anderen Wache da fahren. Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann wünsche ich euch was. Ciao. Alles klar, ciao. Ja, ciao. Ciao. Da bin ich außer Dienst. Ja, ich bin außer Dienst, okay. So. Gut, damit ist das Auto ausverkauft. Und zu BF mache ich eine extra Folge. Also, ciao mit Frau Robin. Tschüss.